Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. In diesem Video werden wir Strong Crusader spielen. Dieses Projekt ist das allererste Let's Play, was ich jemals gestartet habe, was wirklich eine richtige Serie war. Und ich habe es nie zu Ende geführt, aus welchen Gründen auch immer, wobei das Spiel mega nice ist. Und ich habe schon saulange nicht mehr gespielt. Im letzten Livestream schon angekündigt, werde ich dieses Projekt hier als nächste Let's Play-Reihe mir vornehmen sozusagen. Wir sind in der letzten Mission stehen geblieben, vor 3 Jahren glaube ich. In Mission 7, griechisches Feuer, haben wir 2 Kalife besiegt. Und heute besiegen wir 4 Ratten. Die Mission heißt nämlich der Sand der Zeit. Wir haben 4000 Gold am Start. Computerfürsten haben 2000 Gold. Auf geht's! Und zwar werde ich am Anfang erstmal instant die Spielgeschwindigkeit auf, ja, mach mal 40 so knapp setzen, damit wir ein bisschen Zeit haben, wie wir vorgehen hier. Was ich am Anfang mal ganz gerne mache, ist ein großes Vorratslager. Dann mache ich einen Marktplatz. Dann mache ich Kornspeicher. Machen wir mal 3 Stück, weil ich bin zuversichtlich, dass sie voll werden. Und dann brauchen wir natürlich, weil wir hier kein Holz hier in der Nähe haben, was wir abfällen können, was sehr kacke ist, dann kriegen wir anfangs einfach kein Holz und auch später nicht kein Holz. Sprich, wir müssen das ganze Holz kaufen, baue ich direkt Getreidefarmen. Mit Getreide kriegen wir wieder Brot und so, das habe ich auch schon im Livestream schon erklärt. Oder auch in meinen Let's Plays vorher, falls ihr noch nicht gesehen habt, müsst ihr natürlich abchecken. Die sind ein bisschen älter schon, also wundert euch nicht, wieso ich da ein bisschen anders drauf bin als jetzt in diesem Video. Was soll ich sagen? Genau, wenn ihr das Spielprinzip noch nicht kennt, dann schaut da mal vorbei, da habe ich das, glaube ich, öfters mal erklärt. Also wir können hier halt Getreidefarmen hinbauen auf diese Oasenfläche. Die können wir nirgendwo anders hinbauen, weil da hat es halt grün und da kann man halt gut Sachen einpflanzen und da wächst auch alles. Denn wir müssen halt für unser Volk sorgen. Ist ja gut. Wir müssen für unser Volk sorgen. Darunter eben auch Nahrung und so geben. Und ohne Nahrung werden uns die Leute verlassen und haben keinen Bock mehr auf uns, weil die denken, wir sind ein schlechter Fürst. Also müssen wir Nahrung beschaffen. Das machen wir eben durch Getreide, dann die Mühle macht daraus Mehl und dann können wir hier Bäckereien bauen und die machen daraus Brot. Das ist so der Anfang. Ein guter Start, würde ich sagen, um eine gute Wirtschaft aufzubauen. Dann brauchen wir, weil ich Waffen produzieren werde, ein, wie heißen sie, Waffenkammern, genau. Und hier eine Unterkunft, so heißt es hier. Da kann man die Sachen, die Leute ausbilden. Und jetzt kann man hier noch so einen Turm hinbauen zum Beispiel. Bauen wir mal hier einen hin. Dann beschützen wir gleich unser... Ich kann mir auch keinen Stein abbauen hier, weil immer wenn ich hier in der Mitte meinen Stein hinbaue, dann werden gleich die Ratten mit ihren Leuten hinkommen und meine Sachen ganz kaputt machen. Sprich, ich werde alles umsonst dahin bauen, weil da alles wieder vernichten wird. Das heißt, wir müssen das ganze Steinholz in dieser Mission alles selbst kaufen. Das ist halt ein bisschen ätzend. Aber was willst du machen? Könnte ich alles haben. So, ich brauche auf jeden Fall jetzt mal so langsam Nahrung, denn so langsam wird der Kornspeicher leer. Heißt, ich mache schon mal 5 Mehl hin, sodass die schon mal anfangen können zu backen. Und was ich dringend auch brauche, ist eine Bierbrauerei. Ein paar Stück davon. Die machen halt aus meinem Hopfen, die ich auch angebaut habe, Bier. Das Bier ist wiederum wichtig für Schenken. Die bauen wir auch noch hier hin. Denn mit den Schenken, dann können die Leute sich halt besaufen. Die sind alle happy. Und wir kriegen Beliebtheit dazu. Also keine Ahnung, ob ihr das alles kennt oder nicht. Ich wollte es nochmal zusammengefasst haben. Und am Ende müssen wir halt irgendwie diese 4 Ratten, die halt hier einmal hier ist. Ratte Herzog de Büs heißt eine, Herzog der Marder, Ratte das Frettchen und das Wiesel. Und wir müssen diese 4 Ratten halt besiegen mit unserer Armee, die dann hinkommt und die alle wegfetzt. Und das kriegen wir halt nur hin, wenn wir wirklich ganz viel Gold am Start haben, weshalb wir eine gute Wirtschaft aufbauen müssen. Normalerweise kriegt man das ganz gut hin, wenn man eben... Ja, am Anfang auch Holz abbaut und so weiter, was wir leider nicht zur Verfügung haben. Und wir werden schon überfallen, ihr hört es. Normalerweise mache ich auch gerne Armbrustschützen. Die brauche ich, glaube ich, diesmal nicht machen. Ach du Schande. Nicht machen, weil die Ratte macht immer nur mega schlechte Gegner und dafür brauche ich ehrlich gesagt keine Armbrustschützen machen. Ich werde aber trotzdem welche produzieren, denke ich, um ein bisschen Gold zu kriegen. Denn manche Waffen, wenn man die produziert und dann kann man die verkaufen, die kosten halt mega viel Geld. Beziehungsweise man kriegt dafür so viel Geld, wenn man die verkauft. Und das werde ich ausnutzen, weil ich keine andere Einnahmequelle habe, neben Steuern. Normalerweise hat man so Ressourcen wie Eisen oder sowas. Das kann ich halt alles schlecht abbauen, weil da gleich ankommen wird und alles kaputt machen wird. Sprich, ich muss alles
ein bisschen anders regeln, diese Mission. Und das macht die Mission ein bisschen interessanter, weil es nicht halt ist wie immer, sondern man muss ein bisschen anders an die Sache rangehen. So, könnt ihr jetzt bitte mal die hier wegballern, meine Bogenschützen? Ich habe auch nur nicht mehr viel Gold, 360 Gold habe ich. Und mein Kornspeicher ist auch schon gleich leer. Und ich brauche Holz, seht ihr. Ohne Holz läuft hier nichts. Und Holz wäre halt nice, wenn ich das abbauen könnte. Kann ich aber nicht, weil ich nirgendwo hier Holz in meiner Umgebung habe. Wer kämpft denn hier noch? Da ist noch ein Gegner. Ah, mein letzter hat hier einen besiegt. Okay. Also, wir müssen gute Wirtschaft aufbauen und dann die Ratten besiegen. Ganz simpel. Und das ist eben eine Kampagne, die ich spiele, die ich auch schon angefangen habe zu spielen im letzten Part. Vor 3 Jahren. Und in dieser Kampagne geht es halt darum, immer bestimmte Gegner zu besiegen. Entweder du hast welche verbündet, manchmal hast du nicht verbündet und so. Das ist ganz cool. So, so langsam kommt auch gleich Bier schon mal rein. Ich mache mal hier schon eine höhere Ration, können wir ein bisschen Steuern beziehen und mit Steuern können wir wiederum Geld verdienen und durch Geld können wir wieder Truppen bauen. Und durch Bier werden halt die Schenken, die Leute zufriedener sein, habe ich ja schon erklärt. Dann können wir auch nochmal Steuern höher setzen. Und der hat auch schon ein paar Truppen. Das heißt, ich sollte mal meine Leute auf diesen Turm erstmal schicken, um eine Grundverteidigung zu haben, wenn mich die Leute, die Gegner angreifen. Habe ich jetzt auch einigermaßen, aber die Bogenschützen, die ich habe, sind ein bisschen zu wenig, glaube ich. Der hat schon ein bisschen mehr als ich. Alter, könnt ihr mich nicht mal verpieseln, bitte? Wir benötigen Holz. Und jetzt brauche ich wieder Holz. Ich kann halt auch arabische Truppen machen. Mache ich aber irgendwie nur ein paar von. Guck mal, der macht jetzt hier meine... Hier. Seht ihr, was ich meine? Der hat einfach mein Getreidefeld zerstört, da wo ich gerade schön Getreide bekommen hätte. So, jetzt ist noch eine Armbrust fertig, die kann ich verkaufen. Stattdessen mache ich mal 2 von den berittenen Bogenschützen. Ey, macht doch nicht alles kaputt hier! Guckt euch das an, guckt euch das an. Der marschiert einfach rein und zerstört alles. So ein Asozialer, ne? Was machen meine Bogenschützen? Die pennen ja einfach nur. Guck, der zerstört alles. Meine ganze Wirtschaft wird zerstört. So, kannst du den bitte auch noch kaputt machen? Meine Fresse! Ich habe halt nichts. Nichts zu verkaufen habe ich. Ey, was ist denn hier los? Wieso ist der plötzlich so stark? Sonst waren die nicht so stark am Anfang. Alter, der nervt ja richtig hart, Mann. Könnt ihr jetzt bitte diese Speerdinger hier zerstören? Diese Lanzenträger, ich möchte gerne, dass er meine Bäckereien in Ruhe lässt. Was soll denn das hier? Hallo! Zerstört ihn jetzt bitte mal. Danke. Und den da auch noch. Alter, die sind so nervig, ne? Ja, jetzt mach doch diesen auch noch kaputt. Einfach mit dem Schwert, meine Güte, so. Jetzt brauche ich wieder Holz. So, wisst ihr, was ich meine? Normalerweise kriegt ihr halt Holz. Da haben wir Holzfäller, die für dich das Holz abhacken, aber ich habe leider kein Holz hier in der Nähe. Ich muss mir alles kaufen. Jetzt habe ich auch wieder kein Gold mehr. Okay, Bierausschank plus 8. Wir können schon mal mehr Steuern setzen und Geld verdienen. Hier, 4 Schanken. Eine Schanke Geld für 30 Population, das heißt... Oh, schon wieder macht er die kaputt hier. Für 30 Population, das heißt, ich habe jetzt gerade ins 72 Population. Und meine 4 Schanken reichen für 120 Population aus. Das heißt, wir kriegen immer plus 8 Militär, bis ich über 120 Leute habe, die in meinem Burg leben. Das heißt, das wird auch erstmal nicht so schnell passieren, glaube ich, dass ich so viel habe. Diese Anfangsphase in diesem Level ist schon ein bisschen schwer. Jetzt kann ich die Spielgeschwindigkeit auch ruhig ein bisschen höher machen, weil so eine gewisse Standardwirtschaft ich jetzt aufgebaut habe. Hätte ich wenigstens einen Holzfäller, der für mich das Holz besorgt, aber ich muss ständig das Holz kaufen, das nervt mich. So. Also die Ratten sind mit Abstand die schlechtesten Gegner. Sind aber auch wiederum einfach nur mega nervig. Sobald die Wirtschaft läuft und man so einigermaßen ein paar Leute hat, dann wird es nice, dann macht das Bock.
Aber... Ey, hört mal auf, meine Britten kaputt zu machen. Danke. Sobald man die aber in Schacht hält, dann ist alles in Ordnung. So, ich patrouilliere jetzt mit denen ein bisschen. Die laufen jetzt hin und her, automatisch, ohne dass ich die steuere. Ist halt mega nice. Alter, was geht denn? Ach, ich habe ja mega viele Bogenschützen, ich Schlaumeier. So viele Bögen und ich setze die nicht ein, ich Schlaumeier. Guck mal, der macht jetzt wieder gleich meine ganzen Kornfelder weg. Feuert, feuert diese Viecher oben. Bitte. Dankeschön. So. Mein Turm wurde auch schon ein bisschen kaputt gemacht, aber das ist nicht schlimm. Und ich habe auch schon... Komm, wir machen 5 Armbrustschützen. Weil die sind krass. Die können schon rasieren mit einem Schuss, so einen Bogenschützen töten und so. Werde ich auch einsetzen. Definitiv. Oh, ich habe wieder kein Holz, ne? Das ist so zum Kotzen. Armbrustschützen rasieren auf jeden Fall mega. Sollte man nicht unterschätzen. Das ist zur Verteidigung echt. Kann man nicht vergleichen. So, jetzt greift mich auch schon der eine an. Da sind meine 5 Armbrustschützen ja ganz gut aufgehoben. Ey, meine Briten sind ja weg. Der hat ja alle getötet anscheinend. Ja, egal. Gut, auf diese Armee. Meine Bogenschützen sind ja mega stark gegen die. Was, hat er schon wieder was zerstört von mir oder was? Ne, ich glaube nicht. Ja, guck mal, guckt euch das an. Wieso kann der einfach so reinmarschieren? Ey, ich gehe jetzt mit meinem Burgherrn hin und töte den. Also ganz einfach. Jetzt muss ich wieder Holz kaufen. Eine Nachricht der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. So, der auch noch. Dankeschön. Eure Befehle sind auf dem Weg. Alter. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püst wird euch hinwegfegen wie eine Fliege. Jetzt greifen sie alle gleichzeitig an und können mich nicht in Ruhe lassen. Ey, meine Güte. Eine Nachricht der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Depös angelegt und bald schon werde ich eure... Wie kommt es, dass sie einfach reinmarschieren können? Ich habe so viele Bogenschützen hier stehen. Guck mal, die können einfach reinmarschieren. Eine Nachricht. Was soll denn das? Womit habe ich das verdient? Ich überlege, einen zweiten Turm zu bauen und werde damit auch noch den diesen Raum hier schützen, weil ein Turm macht anscheinend nicht den Job, den ich erwünsche. Ist ja gut, Ratten. Ihr seid einfach absolut schlecht. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen Holz kaufen und wieder Bäckereien. Vielleicht noch 2 Bierbrauereien. So, was ich ganz gern auch mache, ist, wenn meine Beliebtheit ganz hoch ist, vor allem in so einer Situation ist es schwer, viel Rohstoffe zu kriegen. Das heißt, ich versuche mit so wenig wie möglich, also so wenig, was ich habe, so viel wie möglich zu bekommen. An Waffen zum Beispiel oder an Nahrung. Das macht man am besten, indem man den Angstfaktor erniedrigt. Sprich, man baut Galgen und sowas, dann ist man mega der böse Fürst im Prinzip. Alle haben Angst vor dir. Dadurch sinkt auch die Beliebtheit, wie ihr unten rechts sehen könnt. Das Buch, da ist die Nummer 99, gleich sinkt die Beliebtheit weiter. Hat aber den Vorteil wiederum, dass meine Leute doppelt so viel arbeiten, wenn ich den Angstfaktor auf dem Maximum habe. Dann arbeiten die halt mega viel. Ist schon ganz nice. Also, nicht das, was man dadurch tut, ne? Nicht, dass ihr glaubt, dass ich es toll finde, dass man überall Galgen hinstellt und dass man Leute foltert und so. Sondern im Spielprinzip, vom Spiel her, finde ich es ganz cool, dass man dadurch es erreicht, dass sie doppelt so viel produzieren. Das möchte ich nur damit erreichen. Ja, okay. Ja, diese Armee, sag ich mal, ist ja schon mal ganz in Ordnung. Noch ein paar Bogenschützen hier hin. So, jetzt ist meine Burg aber wirklich geschützt. Jetzt kommen die nicht mehr durch. Beziehungsweise können die versuchen, aber es wird denen nichts bringen, glaube ich. So, ein bisschen Holz kaufen. Und jetzt kann ich auch noch hier einen Galgen hinbauen. Und mein Angstfaktor ist bei -3. Bei -5 ist der Angstfaktor so hoch, dass sie wirklich doppelt so viel arbeiten. Das heißt, die bringen doppelt so viel Nahrung rein, machen doppelt so viel Waffen immer, doppelt so viel Getreide und Hopfen und so weiter und so fort. Also das ist schon eine ganz coole Sache auf jeden Fall. Alter, was geht denn hier ab, Mann? Wie viele will er denn noch hinschicken? Gut, später,
Was heißt später? In wenigen Minuten werde ich auch eine riesige Armee haben können. Und werde dann auch mit ganz vielen angreifen. Allerdings nicht mit solchen, weil die sind halt mega schwach alle. Sondern mit richtigen Streitkolbenkämpfern und Armbrustschützen und... Ja, oh, die werden alle rasieren. Alter, kann er bitte mal alle gekillt werden hier? Bitte? Guck mal, der, ne? Wieso killen die den jetzt zum Beispiel nicht als erstes? Dankeschön. Ja, okay. Ich habe schon wieder 5 weitere Armbrustschützen, sehe ich gerade. Das heißt, 5 mache ich auf jeden Fall noch. Schicke ich da nach oben hin. Ja, keine Chance, guckt euch das an. Der hat eine riesige Armee gehabt, sind alle weggeballert von mir. Jetzt können wir ein paar Armbrüste auch verkaufen. Und wir bauen weiter Galgen auf, damit wir den Angstfaktor noch erhöhen, sozusagen. Also, damit die mehr Angst haben. Guck, minus 5. Jetzt ist die Beliebtheit bei minus 1, das heißt, die sinkt gleich. Jetzt kann ich aber wieder Brot verkaufen, weil jetzt produzieren die ganz viel Brot auch. Und jetzt kann ich zum Beispiel sowas wie eine Kathedrale bauen. Die gibt uns einen Religionbonus von plus 2, glaube ich. Eine Kirche von plus 1 und dann kann ich noch Kapellen bauen, theoretisch, und kriege dadurch nochmal Religionbonus mehr dazu. Mache ich aber nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall plus 2 nochmal Beliebtheit, was nice ist. Und wir haben trotzdem minus 12 und damit 154 Steuern pro Monat. Ja. Ist schon ganz cool. So, also die Armee, wollte ich noch was sagen, die Verteidigung, die steht auf jeden Fall, die Ratten werden auf keinen Fall mehr durchkommen können. Mein Burgherr steht immer noch hier mittendrin, warum das? Keine Ahnung warum. Und jetzt kann ich aber auch noch ein paar Bäckereien noch bauen und brauche wieder ganz viel Holz. Danke. So. Zack. Und ich mache mal noch eine Mühle hin. Eine 6. Mühle, Alter. Ey, was geht denn bei mir ab? Dann kann ich hier noch 2 Häuser bauen, kriege ich mehr Population und baue zur Sicherheit noch ein paar Galgen mehr, damit die Angstfaktor auch schön niedrig bleibt. Und was ich jetzt auch noch tun werde, ist, wenn ich das Gold hätte, mir Streitkolben bauen zu lassen. Dann kann ich nämlich auch ein paar Leute machen, die den gegnerischen Burgherrn gleich alle killen kann. Die brauchen aber Eisen, das ich nicht abbauen kann. Das muss ich gleich kaufen. Und ich kann auch Armbrüste verkaufen und dadurch kann ich, wo ist es da, Eisen kaufen und dadurch produzieren meine Schmieder Streitkolben. Das ist cool. Und gegen Ratten völlig ausreichend. Es gibt Gegner, da kannst du nicht mit Streitkolben reinlaufen, weil die komplett wegrasiert werden, aber bei der Ratte ist das völlig okay, weil die macht ja wie gesagt nur Bogenschützen und diese Lanzenträger, die ganz, ganz schnell weggeballert werden von meinem Bogenschützen. Kann man auf jeden Fall machen, ne? Nein, lauf nicht, Nick. Nein, 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 nein. So. Die stehen auf der Treppe, die kann man bestimmt auch noch nach oben schicken irgendwie. Jawohl. So ein geheimer Trick, wenn ihr mehr Leute auf dem Turm haben wollt, als eigentlich nur Platz haben, müsst ihr die Leute nehmen, die überstehen und dann hier so am Rand klicken und dann laufen automatisch ein paar Leute aus Versehen sozusagen noch hoch. Das ist ganz ein cooler Trick. Und eventuell noch ein bisschen Eisen kaufen, wieder Nahrung verkaufen. So, jetzt läuft die Wirtschaft. Jetzt können wir gleich loslegen, eine richtige Armee aufzubauen. Noch ein paar Bäckereien. Wir benötigen Holz. Bisschen Holz kaufen. Das ist halt das Nervige. Wir kriegen einfach kein Holz. Wir müssen es immer nachkaufen. Das ist sau ätzend. So. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeier. Wir benötigen mehr Holz. Ja, auch interessant. Wir benötigen mehr Holz. Gibt es etwa auch Seeholz? Oder warum betont er das Meer? Als wäre das ein echtes Meer. Das verwirrt mich immer mega. So, ein bisschen Eisen noch. Ein bisschen Holz kaufen noch. Nahrung verkaufen. Dankeschön. Oh, Angstfaktor ist nicht mehr bei minus 5. Falls sie brauchen wieder ein paar mehr Galgen. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Also Streitkolbenkämpfer sind auf jeden Fall stark und schnell, sterben nur relativ schnell dementsprechend auch, aber also man muss schon ein paar Bogenschütze dafür haben, um die zu killen.
Also wenn du richtig viel Schaden anrichten willst in einer ganz kurzen Zeit, dann könnt ihr Streitkampfkämpfe machen. Genauso wie auch Ritter eigentlich. Ritter sind ja auch genauso, also die mit den Pferden. Schwertkämpfer auf Pferden reiten im Prinzip, ne? Ja, okay. Gut. So, Wirtschaft läuft. Noch ein bisschen Brot. Wir benötigen Holz. Und ich brauche wieder Holz. Und kann noch ein paar Bäckereien hinbauen, so. Da, da, da und da. Jo. Läuft doch. Guck mal, wie viel Bier ich habe. So viel Bier werden die auf keinen Fall alle brauchen. Zur Sicherheit noch eine Bierbrauerei hinbauen. Und weiter Leute produzieren. So. Ich habe 20 Streitkolbenkämpfer. Und würde ganz gerne eigentlich auch zum Angriff. Wie heißen sie? Berittene Bogenschützen. So wollte ich, das wollte ich sagen. Die muss ja hier auch zum Angriff noch ein bisschen nutzen. Ja, es werden Waffen zur Stelle. Mir fehlt es an Gold. Ah. Da ist mein Kornspeicher wieder fast voll, ey. Krass. Und ihr hört die ganze Zeit die Armbrustschützen, wie die ganze Zeit alle wegballern. Das sind halt irgendwelche Gegner die ganze Zeit und die schießen halt die ganze Zeit drauf. Zack, zack, zack. Also ist schon ganz cool auf jeden Fall. Ja, so langsam müssen wir aber auch noch ein Haus bauen, weil die Leute wiederum. Also es kommen keine Leute mehr nach, wenn ich nicht Häuser baue. Und ich möchte halt die maximale Population erreichen, so wie es geht. So, noch ein paar Galgen hinbauen. Angstfaktor immer noch bei minus 5 läuft. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ist halt viel mit Wirtschaften zu tun, ne? Also ständig dieses, das verkaufen, das kaufen, dann muss ich wieder das kaufen, dann muss ich wieder das verkaufen. Ist halt, wenn man es spielt, ab und zu ein bisschen nervig, wenn man da alles so ein bisschen denken muss, aber das Spiel gefällt mir auf jeden Fall mega. So, jetzt greift mich einer wieder an. Aber ich habe schon mal so eine kleine Armee, ich glaube, damit können wir den ersten auch direkt besiegen und dann nervt mich schon mal einer von den vier Ratten nicht mehr. So, auf geht's. Man, die greifen wieder alle gleichzeitig an. Ne? Die planen das so mal exakt, dass die alle schön gleichzeitig angreifen können. Guck mal, meine Berittenen können ja während die laufen schießen, das ist ganz cool. Und die restlichen werden von den Türmen fertig gemacht. So, mein Streitkolbenkämpfer, die kann schon mal hier dieses Tor zerstören gehen. Meine Bogenschützen mit den Berittenen machen auch noch ihren guten Job. Guck, die haben. Guck! Der hat alle seine Lanzenträger hingeschickt, dass sie meine Streitkolbenkämpfer fertig machen sollen. Haben aber keine Chance einfach. Die Kombi ist schon ganz nice gegen die Ratte. Streitkolbenkämpfer sind sau schnell. Hallo, dahin. Und Berittene mit Bogenschützen ist auch eine ganz gute Kombi, glaube ich, gegen die. So, und zur Verteidigung ein paar Armbrustschützen ist ein bisschen OP. So, damit haben wir den ersten schon besiegt und wir können zum nächsten Mal stehen. Läuft doch bei uns. Eine Nachricht. Und das wird jetzt die ganze Zeit so weitergehen. Es werden eine Nachricht. So. Bitte eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Ja, wo laufe ich hin? Ich laufe zum Tor. Guckt euch das an. Ja, macht vielleicht die erstmal fertig. Danke. Es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch. Und dann haben wir auch schon gleich zwei Ratten fertig gemacht, Leute. Einfach instant, ganz schnell. Klassisch. So wie auch in den letzten Plays. Let's Plays einfach die rushen, ey. Und dann sind sie voll weg vom Fenster. Bam! Zweiter ist auch weg. Haben die Hälfte schon mal der Mission erledigt. Ist doch ganz nice, oder nicht? So. Jetzt kann ich. Einige meiner Streitkolbenkämpfer sind ja tot. Was ist da los? Der hat meine Streitkolbenkämpfer, manche davon besiegt. Egal. Ich brauche Eisen noch und ich brauche wieder Holz gleich. Und die Lanzen kann ich verkaufen, weil ich niemals die mache.
Und ich brauche Streitkolbenkämpfer. Der Kornspeicher ist voll. Dabei habe ich 3 Kornspeicher, die insgesamt 57 Brot enthalten können. Aber dadurch, dass wir eben die Galgen gebaut haben, produzieren die so viel Brot ganz schnell. Und alles ganz schnell, sodass ich von den Rohstoffen her jetzt mega viel immer habe. Das ist ja das Coole, wenn man die Galgen hinbaut. Und den Angstfaktor erhöht. Aber wie gesagt, Leute, versteht mich nicht falsch. Glaubt nicht, dass ich für sowas bin. Es muss wahrscheinlich schrecklich gewesen sein, in solchen Zeiten gelebt zu haben. Und in manchen Reichen ist es ja immer noch so auf der Erde. Von daher ist es immer noch gegenwärtig und nicht einfach weg vom Fenster. Und jetzt habe ich noch ein paar Truppen dazu und kann die auch noch zu den anderen Leuten hinschicken. Ja, den ganzen Weg. Oder bist du so faul, dass du das nicht machen möchtest? Ach, hier gibt es auch noch Meuchelmörder, die hätte ich auch nehmen können. Hätte ich gar keine Dingens machen müssen, keine... Wie heißt es? Keine Streitkolbenkämpfer. Und ich habe mittlerweile anscheinend so viele Leute und meine Bäckereien rasieren übel im Brotbacken, sodass ich kein Mehl mehr habe. Oh nein. Jetzt laufen die mitten rein, ey. Komm schon, Streitkolbenkämpfer, mach die fertig. Jetzt habe ich hier so eine gesamte Armee. So, und dann sind hier noch die letzten beiden Ratten. Die sind, wie gesagt, halt mega schwach und werden ganz schnell weg vom Fenster sein. Streitkolbenkämpfer ab zum Kornspeicher und dann verliert die Ratte auch an Beliebtheit. Währenddessen kann ich hier ein bisschen verkaufen. Und kann wieder Eisen kaufen und Holz. Ja, kann ich irgendwie... Ja, dann mache ich hier die Mauer kaputt. Also die Kombi Bogenschützen und berittene Bogenschützen ist schon cool. Muss ich sagen. Konnt ihr jetzt hochmarschieren? Immer noch nicht. Hallo? Nein, ihr sollt doch die Mauer kaputt machen. Das Ding mache ich aber kaputt. Dann können die ja keine weiteren Truppen mehr bauen. So, und auf geht's. Ab nach oben. Mach den König streitig. Bitte. Danke dafür. Die dritte Ratte haben wir auch besiegt. Und den letzten machen wir jetzt auch fertig. Auf geht's. So, die Baracke wird zerstört. Dann... Ach, der kann einfach hochmarschieren. Das ist cool. Nein. Und ab euch, mit euch auch nach oben. Meine Berittenen, die können ja laufen, während die schießen. Das ist der Vorteil bei denen. Meine Streitkolbenkämpfer, die machen jetzt alle anderen Gegner zunichte. Wie gesagt, die Ratten machen ja immer nur mega die schwachen Gegner. Weshalb man auch ganz easy den besiegen kann. Bam! Guckt euch das an! Weg ist er! Nice! Mission erledigt, Leute. Jetzt kann ich noch eben schnell ein paar Sachen verkaufen, damit die Statistik gleich noch besser ist. Und ja, das war's. Cool! Und somit haben wir, obwohl wir nichts hatten gefühlt an Rohstoffen, trotzdem eine gute Wirtschaft aufbauen können. Guckt das an, das Verhältnis mir und den Ratten. 34.000 Gold und die anderen Ratten nur 6.000. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch dieses Projekt gefällt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Livestream. Bis dahin und tschüss.